die jungen Deutschrapper vom Balkan. Gewalt, Sex und fette Schlitten. Lasst uns heute 14 Jugo-Deutschrapper vorstellen. Also lasst uns starten. Nummer 14. Toni der Assi. Toni ist der Sohn serbischer Gastarbeiter, die in den 70ern aus dem damaligen Jugoslawien nach Deutschland kamen. Er wurde 1978 als Toni Latinovic bei Frankfurt geboren. In dieser Zeit lernte Toni auch Hip-Hop-Künstler wie Talk, Toni und das Agro-Berlin-Label kennen. Das Kürzel Assi steht für asozial. El Toni versucht in seiner Musik politischen und staatsfeindlichen Rap im Stile amerikanische Gangster-Rap-Vorbilder einzuführen. Seine Texte bestehen meist aus der Aneinanderreihung und Teilsätzen und Doppelreimen. Der Inhalt der Texte beschreibt meist seine staatsfeindlichen Einstellungen wie Vaterstaat, Hurensohn. Toni der Assi war Mitglied der Gang Black Jackets, seit Mitglieder der Straßengang in seinen Videos aufgetreten sind. Mittlerweile gehört er jedoch zu den United Tribunes. Nummer 13. Die Nummer 13 nennt sich Maniac. Der in Wien lebende Rapper sieht auf den ersten Blick wie der jüngere Bruder von Toni aus. Seine Texte sind komplizierter und abwechslungsreicher als bei Toni. Er scheint auch in Österreich besser angekommen zu sein als Toni in Deutschland. Der Wiener sucht den offenen Dialog mit Rechtspopulisten, ohne dabei das anständige Niveau zu verlieren, und droht nicht den Politikern in seinen Songs. Wien und Österreich sind eben seine zweite Heimat geworden. Die Nummer 11. Der nächste Rapper ist Schwaber Ortag. Nummer 8. Die Nummer 8 unserer Liste ist Drop Dynamic. Drop Dynamic, früher MC Robby Wob, ist ein Battle-Rapper, der durch Rap am Mittwoch bekannt wurde. Durch seine Teilnahme am JMC 2016 konnte er einen medialen Hype erschaffen. 2016 nahm Drop Dynamic an der Julins Music Cypher teil und wurde direkt Publikumsliebling. Auch seine Videos waren auf einem sehr hohen Level, was meist dafür sorgte, dass er die Prozente für Videos bekam. Auch zeichneten ihn in der JMC sehr lange Intros und lustiger Comedy-Rap aus. In der JMC erreichte er schließlich das Viertelfinale, musste sich dann jedoch verabschieden. Die Nummer 10 ist Mirko Alexander Bogojevic, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Das Bo, ist in Hamburg geboren. Bekannt wurde er mit der Band 5 Sterne Deluxe, die aus dem Hip-Hop-Duo der Tobi und Das Bo hervorgegangen ist. Bogojevic beendete das Gymnasium, an dem sein aus Bosnien-Herzegowina eingewanderter Vater Dusan Bogojevic als Lehrer arbeitete. Mit einem Abitur bekannt wurde er zusammen mit Tobi Topsen, als der Tobi und Das Bo beide arbeiteten am Hit Nordisch BNATURE Anführungszeichen von Fettes Brot mit. Weiterhin hatten sie einen Hit mit Der Racker, einem Titel ihres ersten Albums Genie und Wahnsinn liegen dicht beieinander. 1998 erschien das Album Silium unter dem Gruppennamen 5 Sterne Deluxe. Die Single-Auskopplungen Willst du mit mir gehen und Dein Herz schlägt schneller konnten sich in den Charts behaupten. Bo arbeitete auch solo erfolgreich als Mitglied der Mongo Clique und veröffentlichte 2000 seine Single Türlich, Türlich, die ein Hit im Stil des Miami Bassons wurde. Kurz zuvor brachten 5 Sterne Deluxe mit dem Album Neo No und den daraus ausgekoppelten Singles Deine Mutter und Die Leute weitere Hits auf den Markt. Die Texte bedienen fast jedes im Rap existente Genre, so gibt es etwa Storytelling oder politische Texte, aber auch Texte, die durch konsequentes Jonglieren mit Worten und Reimen den für die Sterne typischen Humor versprühen. Bo spielte in der zweiten Staffel als Jurymitglied in der Castingshow X Factor mit. Das Bo arbeitete auch 2014 bei Ski für die Fußballshow Samstag Live. 2008 vertrat Bo mit der Single Ohne Bo seine Heimatstadt Hamburg beim Bundesvision Song Contest in der TUI Arena, bei welchem er den 12. Platz belegte. Anschließend feierte er seinen zweiten Chart-Hit. Nach dem Bundesvision Song Contest nahm Das Bo außerdem am 8. März 2008 an der von Stefan Raab initiierten Vogue-Weltmeisterschaft teil. Okay, jetzt Nummer 10. Die Nummer 10 auf unserer Liste ist, oder besser gesagt sind, Celo und Abdi. Celo, der eigentlich Erol Hussein Cehayich heißt, ist Sohn bosnischer Einwanderer. Er hat das Fachabitur absolviert. Danach ging er verschiedene Nebenjobs nach, unter anderem war er in einem Callcenter beschäftigt. Wurzbach, Erwachsenenvollzug, Mutter ist im Knast heute zu Besuch. Ihr Kopftuch erkenne ich schon vom Fenster. Sam Heyer Jünger, dein Sohn ist ein Gangster.
Drogenhändler statt Banker geworden. Wollte und konnte nicht den Eltern gehorchen. Erforschen, wo meine Grenzen sind, jetzt kratze ich täglich Striche an die Wände hin. Der Justizvollzugsbeamte Stein bringt mich in die Besucherhalle rein. Wallah, ich muss weinen, doch will nicht. Mama soll nicht denken, dass ihr Sohn noch ein Kind ist. Sie ist schon in Sicht, kurz geh ich noch mal in mich. Nur lange könnt ihr ja in den Kommentaren schreiben, welchen Balkanrapper ihr am besten findet. Oder welcher geht gar nicht. Oder kennt ihr noch Balkanrapper, die nicht hier vorgestellt wurden? Tschüss Leute, und vergisst nicht